Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Part hier in Super Mario Galaxy. Im letzten Part haben wir unseren ersten Bowser-Fight gehabt und der war gar nicht mal so schwer. Also ich habe mich eigentlich sogar recht gut angestellt und hatte die Taktik irgendwie so ein bisschen aus diesem letzten Bowser-Fight in Mario 64 irgendwie so ein bisschen, also von diesen Shockwaves irgendwie so ein bisschen so da. Aber ja gut, neue Galaxy freigeschalten, einen Stern bekommen. Und ja, wir haben Rosalinas Bibliothek jetzt hier freigeschaltet, wo jetzt wir genau jetzt reingehen werden, weil ich auch etwas interessiert bin, was jetzt eigentlich da jetzt ist. Das sehen wir also auch sogar schon. Dann lass uns beginnen. Let's begin. Ah, da sind wahrscheinlich nur irgendwelche Statistiken oder irgendwas, oder? Erstes Kapitel zu zweit. Diese Geschichte ist schon so lange her, dass man sich kaum an sie erinnert. Auf einem kleinen Stern entdeckte ein Mädchen ein rostiges Sternenschiff. In ihm lebte ein kleines Sternenkind. Das Mädchen fragte das Sternenkind: "Wer bist du? Was machst du hier?" Dieses antwortete: "Ich bin Luma und warte auf meine Mama. Sie kommt auf dem Rücken eines Kometen, um sich abzuholen." Luma wartete schon eine ganze Weile, Tag und Nacht. "Oh, ich werde den Himmel für dich absuchen. Vielleicht finden wir so deine Mama", versprach das Mädchen. Als es Nacht wurde, nahm das Mädchen das Teleskop seines Vaters und richtete es auf den Sternenhimmel. Stundenlang suchte es den Himmel ab, aber den Kometen von Lumas Mama sah das Mädchen nicht. Und so wartete es mit Luma Tage, aus denen schließlich Jahre wurden, aber vergebens. Das Mädchen sagte seufzend zu Luma: "Weißt du, wenn das so weitergeht, werde ich hierüber noch eine alte Oma." Doch dann hat es eine Idee. "Lass uns deine Mama suchen." Zusammen mit Luma brachte das Mädchen das Sternenschiff wieder auf Hochglanz und bald bestiegen sie das Schiff und machten sich auf die Reise zu den Sternen. Die Suche nach Lumas Mama hatte begonnen. Ist das so Rosalinas Vorgeschichte, wie das alles so zu sich gekommen ist, wie es aktuell ist, oder wie darf ich mir das vorstellen? Aber okay. Zweites Kapitel, Sternenstaub. Seit dem Beginn ihrer Reise waren mehrere Tage vergangen, aber bisher hatten sie weder Lumas Mama noch einen richtigen Planeten gefunden. Alles, was sie zu sehen bekamen, waren trostlose Felsklumpensterne. "Hätte ich gewusst, dass es so lange dauert, hätte ich mehr Marmelade mitgebracht", sagte das Mädchen, seinen hungrigen Bauch reibend. Roggenbrot und Milch, Himbeere, Marmelade und schwarzen Tee, der nach Aprikosen duftete, hatte es in seinen Rucksack gestopft. Doch eine wesentliche Sache fehlte. "Wie konnte ich nur Wasser vergessen, ich Schussel?", sagte es und ließ den Kopf hängen. Als Luma das sah, musste er laut lachen. "Ich bin zufrieden, solange ich nur meinen Sternenstaub habe. Wie wär's? Probier doch auch mal." Darauf entgegen das Mädchen bissig: "Haha, das findest du wohl witzig." Aber wie es ihn so lachen sah, wurde das verdutzte Mädchen von seinem Lachen angesteckt. "Du hast recht, ich nehme mal ein Bissen." Es zerrte das Schmetterlingsnetz seines Bruders aus dem Rucksack und die beiden begannen Sternenstaub zu sammeln. Das Mädchen steckte sich dabei aus dem Sternenschiff, wobei es mehrmals beinahe aus dem Schiff gefallen wäre. Der Sternenstaub schmeckte wie süßer Honig. Drittes Kapitel, der helle Stern. Durch das runde Fenster des Sternenschiffes strahlte ein Licht herein. Ob das die Morgensonne ist, die ich schon so lange nicht mehr gesehen habe?
Als das Mädchen aus dem Fenster blickte, sah es einen wunderschönen, smaragdfarbenen, leuchtenden Stern. Das Mädchen weckte einen arg verschlafenen Luma und sagte, komm, lass uns zu den Sternen gehen und dort aussteigen. Der Stern, auf dem sie gelandet waren, war ganz aus leuchtendem Eis gemacht. Luma und das Mädchen liefen umher, aber Lumas Mama fanden sie nicht. Schade, hier scheint deine Mama auch nicht zu sein. Das Mädchen ließ sich plumps auf seinen Hosenboden fallen und blieb erstmal sitzen. Ich habe anstatt Hosenboden jetzt was ganz anderes gelesen. Nein, das werde ich jetzt nicht sagen. Sieh mal, rief Luma auf einmal. Unter der Eisoberfläche, auf die Luma aufgeregt zeigte, war doch tatsächlich eine Menge Sternenstaub eingeschlossen. Klasse, oder? Luma schien stolz zu sein. Hier ist es trotz des Eises warm, beinahe wie im Paradies. Und Wasser gibt es ja auch. Die beiden entschlossen sich, für eine Weile auf diesem Stern zu bleiben. Sie überließen sich dem Fluss des leuchtenden Sterns und setzten ihre Suche nach Lumas Mama fort. War eine coole Kostgeschichte. Das reicht für heute. Ja, das war's auch schon wieder. Dafür ist jetzt hier die Bibliothek freigeschaltet, damit wir uns irgendwelche Kurzgeschichten anhören. Oder so. War das generell irgendeine Vorgeschichte von Rosalina und von den Lumas oder so? Oder wie darf ich mir das jetzt vorstellen? Weil so richtig den Einblick habe ich jetzt irgendwie nicht so richtig gecheckt, wenn ich ehrlich bin. Aber naja, okay, gut. Hoffe, dass euch diese Stelle jetzt nicht so krass gelangweilt hat, die 6,5 Minuten. Aber wir machen jetzt ja sowieso normal wieder weiter. Hoffe diesmal nicht nochmal mit einem extra langen Part und kriege ich das jetzt auch mal hin, wieder nach oben zu kommen, bitteschön. Ich will das skillig machen, also bitte. Halbwegs, Dankeschön. So, erstmal zum Gummiluma. Die ganze Arbeit für umsonst, Mann. Egal. Hey, du da, hast du keine Sternteile? Ich will Sternteile essen. Ganz viele davon will ich essen. Komm schon, gib mir ein paar Sternteile. Wenn ich 600 esse, verwandle ich mich. Machen wir doch gerne. Wenn die Wii-Fernbedienung Lust drauf hat. Ach, okay, gut. So, Mann, bist du fett geworden. Das war's. Mein Bauch ist voll. Dann wollen wir mal loslegen. Verwandlung! Wieder eine neue Galaxie. Wuhu, toll. Eine neue Galaxie wurde geboren. Oh, ich würde mal vorschlagen, wir gehen mal direkt dorthin. Auch eine wunderbare Zahl, 222. Wuhu, toll. Ja, Tränengalaxie. Wie darf ich mir das vorstellen? Ausbruch der Riesenale. Ich habe erstmal Reisenale gelesen. Oh Mann. Ach, dumm. Aber okay. Oh nee, nicht diese hässlichen aus dem letzten Part. Und so ein alter Tatterkraus-Pinguin oder so, würde ich jetzt mal so sagen. Aber okay. Warum fliegt er nicht gleich dorthin? Nein, wir drehen uns extra 3, 4, 5 Mal um die Galaxie und landen dann erst drauf. Wahrscheinlich. Aber wir wollen uns jetzt mal nicht drüber aufregen, sondern ja, Kiechen Panzer ist auch einfach so dabei. Hm. Kannst du nicht einen Panzer in diese Aale schleudern und sie erledigen? Vielleicht. In letzter Zeit war Riesenaale des Meeres unsicher. Kann man da nichts machen? Vielleicht. Wenn wir uns mit diesen Aalen anlegen, werden wir nur gefressen. Wäre möglich. Großvater hat seine Zähne verloren und kann deswegen nicht richtig sprechen. Okay. Du hast bestimmt irgendwas zu sagen, oder? Schreit diese Riesenaale aufgetaucht sind, können wir keine Fische mehr fangen. Kannst du nicht diese Aale besiegen? Also möglich wäre es schon, ja. Möglich wäre es schon, würde ich mal so sagen. Deswegen nehmen wir uns mal die Green Shell und versuchen es mal. Aber unter Wasser denken wir, weil sonst geht es bestimmt nicht. Oh, damit ist man sogar ein bisschen schneller.
Das ist cool. So ein Torpedoantrieb oder so. Warte mal. Nee. Das sind hier zielsuchende Kettenhunde. Ach, Kettenhunde, was laber ich? Hier, halt diese Kugelwillis da. Ich wollte doch nur... nee. Was ist das für ein Betrug? Ja, das kriege ich wahrscheinlich mit dem grünen Panzer, wahrscheinlich, denke ich mal. Ah, hier sind sogar Red Shells. Ich glaube, da wird es etwas einfacher dadurch. Aber das Hochschwimmen oder so und Runterschwimmen, das dauert ein Weilchen, ne? Ich will doch nur die Münze, aber ja gut, dann halt nicht. Danke dafür. Ah ne, bin ich blöd. Ah, hat funktioniert. Oh mein Gott! Könnt ihr euch nicht mal verpissen? Das ist ja voll nervig. Ich glaube, wir bekommen ja auch hier auch ein Bossfight, kann das sein? Ne, ich nehme mal nicht die Red Shell. Ach, die Green Shell. Ich nehme mal hier. Hier war da auch irgendwo noch eine Red Shell gewesen, ne? Ich lüge hier schon mal gar nicht. Vielleicht ist es auch nur für diese Schatzrunde gedacht oder so, wer weiß das schon. Die Steuerung. Die Steuerung im Schwimmen ist... Die sackt so heftig. Und treffen kann ich auch nicht. Aber waren die jetzt nochmal gewesen? Und die alle müssen wir ja sowieso besiegen. Ich denke mal, dass man danach auf jeden Fall einen Stern bekommt. Das ist schon mal sicher. Ich nehme das jetzt einfach schon mal, ne? Ach, hier. Gut, schon viel besser. Boah, ich glaube, da geht ein bisschen schneller ab, ne? Kann das sein? Das ist heftig. So, hier so ein Aal. So, den haben wir auch schon mal weg. Komm, wo sind die Sternteile? So, perfekt. Oh, ich bin gleich tot, ich bin gleich tot. Ah! Okay, perfekt. Na komm, noch weiter nach unten. Dankeschön. Würdest du was ausmachen, mal die Red Shell mal zu nehmen? Wäre wenigstens schon mal drin. Ich würde dir dankbar sein. Okay, danke. War keine Schwierigkeit vorhanden. Ich habe mich einfach nur richtig dumm angestellt. So, wir gehen ein bisschen näher ran. Für die Treffsicherheit. So. Ja, ich gehe sicherheitshalber nochmal kurz Luft schnappen. So. Hier ist die nächste Red Shell. Die Kameraperspektive, ey, beim Schwimmen ist so ätzend. So, wo ist denn der nächste Aal? Ach, da. Wollen das Aale darstellen? Ich denke mal schon. Ich will ihn mal richtig anvisieren. Und nicht so beschissen. War klar, dass ich ihn nicht treffe. Das war so klar. Ja, mir geht auch wieder gleich die Luft aus. Verdammt, Mann. Nee, ich muss nochmal Luft holen. Verdammt, spawnen die nochmal neu zufällig? Ja, die spawnen neu. Okay, gut. Dann ist es ja doch nicht so schlimm, zum Glück. Komm schon! So, jetzt nochmal. Bitte kein Fail. Dankeschön. So, wo ist denn jetzt hier so ein Aal? Wo seid denn ihr? Ihr Bärstigen. Deswegen auch dieses Licht wahrscheinlich, damit er dann verfolgt halt quasi. Oh, das waren... Hä? Waren das nur drei? Ach, egal. So, wo... Nein! Warum war das so klar? Verdammt! So, Stern! Die Schatztruhen sind mir jetzt voll sowas von egal. Ich will jetzt einfach nur zum Stern. Okay, gut. Okay, dann haben wir den Stern auf jeden Fall safe geholt.
Wunderbar. Speichern auf jeden Fall. Machen wir das mal. Und ich würde sagen, machen wir schon mal für den heutigen Part Schluss. Auch wenn die Hälfte des Parts vielleicht etwas langweilig war wegen dieser Geschichte, wo ich da immer noch keinen Plan habe oder so, wie es da geht, ob das was mit Rosalinas Vorgeschichte zu tun hat, mit den Lumas oder whatever irgendwas. Deswegen, ich will euch nicht für diesen Part so lange nochmal auf die Nerven gehen und ich habe im letzten Part gesagt, ich will nicht so eine lange Folge machen, deswegen machen wir vor Schluss. Wenn es euch trotzdem gefallen hat, lasst gerne einen Daumen hoch da, würde mich freuen. Und ja, wenn ihr neu auf diesem Kanal seid, könnt ihr auch gerne abonnieren, auch die Glocke aktivieren, um keine Videos zu verpassen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns bei einem weiteren Part hier in Super Mario Galaxy. Bis zum nächsten Mal und ciao Leute, macht's gut.